an die 5. Und 71. Das wird auch ein bisschen einsteigen. Wir sind mal nach der Zeit schon, meine Oma hat gerade ein Schutzlicht gelassen. Ja, und 71 war hinten. 34 Jahren. Wow. 71 war hinten. Ein Gasbomber. Tobi. Okay, gut. Nee, dann auch. 35. Ganz schön schnell. Auch noch fast jeden Morgen. War ganz schön schnell eingestellt, die Tür. Ja. Die hauen gleich die Tür. Auch die Vorrat eben ganz schön. Ja, die knallen ganz schön die Dinger, die Tür. Vergessen das. Beim Schienenbus 28. Beim Schienenbus auch, Thomas. Die Türen haben da ganz schön geknallt. Ja. Zack, zack. Und wir sind hin aufgegangen, genau. Wir der Pfand auf. Genau. Die Schienenbusse eigentlich noch vor die Tür mit Hand aufmachen. Ja, die gibt es ja auch bei der AKN noch. Da wollen wir ja dieses Jahr auch hin. Und Radenuchte gibt es ja auch. Die, das mit den Automaten, das war ja in den letzten Jahren. Letzte Serie. Ja. Nee, das ist Umbau. Oder Umbau. Hey, in Kassel gab es da welche, da hatten die letzte Serie. Wenn ich mich hier mal dran erinnere. Wenn ich mich hier dran erinnere. Ja. Die anderen sind alle unsere ehemalige Heimat von 1984 bis 2007 waren hier die Fahrzeuge, die historischen Fahrzeuge des Üstra beheimatet im Betriebshof Bucholz, die rote Backsteinhalle 1897 gebaut. Ist dann leider verkauft worden, aus unserer Sicht natürlich leider, aber wir haben ja dafür eine schöne neue Halle in Dürren bekommen. Wir machen jetzt hier auch nochmal ein kleines Päuschen. Ich muss gerade mal gucken, was hier weitergeht. Mhm. 15:50 Uhr wollten wir hier wieder losfahren. Ist in Ordnung. Dann haben wir hier auch gleich. Gerade gucken. Ja. Ein paar Weichen noch stellen. Ich denke mal, wir halten hier einfach gleich erstmal auf dem Hinweg an. So dass die Schleife nach der Pause. Na klar. Oh ja. Jawohl. Okay. Na klar. Aber wir müssen erstmal mit dem Wagen komplett hinpacken. Wenn ich hier daran denke, dass ich hier damals mal umsteigen musste, wo ich war von den Straßenbahnen.